Vielen Dank, Frau Präsident, werte Regierungsmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren. Diese Debatte ist heute nötig, weil ein türkises Regierungsmitglied untragbar für diese Republik geworden ist. Und ich weiß, dass viele TV-Zuseher jetzt zu Hause spontan wahrscheinlich an die Verteidigungsministerin oder den Innenminister denken werden. Und ja, auch die sind untragbar geworden, aber zurückgetreten, sehr geehrte Damen und Herren, ist die Arbeitsministerin. Und immer dann, wenn ein Regierungsmitglied zurücktreten muss, dann ist das kein Jubeltag für die Regierung und natürlich in diesem Fall auch kein Jubeltag für die türkise ÖVP. Und untragbar ist Frau Aschbacher aus unserer Sicht nicht geworden, weil sie vorverurteilt wurde oder plagiiert hat oder abgeschrieben hat. Weil das ist Usus im Team Kurz, so ist ja er selbst auch Kanzler geworden, indem er plagiiert, nämlich das Freiheitliche Parteiprogramm abgeschrieben hat. Das ist nicht das Problem. Das Problem an billigen Kopien ist jedoch, dass man danach nicht in der Lage dazu ist, die Theorie auch in der Praxis umzusetzen. Aber genau diese Praxis, die würde jetzt Österreich dringend brauchen, nämlich keine Kopien und Theorien, sondern Persönlichkeiten, die anpacken und handeln. Und das ist der Pferdefuß an der ganzen Geschichte, sehr geehrte Damen und Herren, dass jetzt aufgeflogen ist, dass es im Team Kurz nicht ums Anpacken und ums Handeln geht. Es geht rein um PR, Showpolitik und Pressekonferenzen. Es bräuchte aber gerade in einer Krise, sehr geehrte Damen und Herren, Persönlichkeiten, die für die Österreicherinnen und Österreicher arbeiten und nicht für ihre persönliche Karriere, ihren persönlichen Vorteil und ihr persönliches Fortkommen. Aber genau das passiert im Team Kurz und bei den Ministern des Team Kurz in einem Satz zusammengefasst. Im Team Kurz geht es vor allem um den Vorteil des Team Kurz. Und während Frau Aschbacher sich bei unzähligen Pressekonferenzen und auch durch den Kanzler positiv als Arbeitsministerin verkauft hat, ist die Wahrheit, dass sie im Hintergrund an ihrer Dissertation geschrieben hat. Und sehr geehrte Damen und Herren, das ist der Grund, warum Sie untragbar für dieses Land geworden sind. Wenn eine Arbeitsministerin in der größten Arbeitsmarktkrise der Zweiten Republik mitten in einem Lockdown im Jahr 2020 nichts Besseres zu tun hat, um aus Eigeninteresse an einer Dissertation und Sonstiges zu arbeiten, anstatt ihren Job zu erledigen, sehr geehrte Damen und Herren. Und das ist die große Demütigung. Hunderttausende Arbeitslose wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Und was macht das Team Kurz? Es kümmert sich um sich selbst. Hunderttausende Österreicherinnen und Österreicher in Kurzarbeit wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Und was macht das Team Kurz? Es kümmert sich um sich selbst. Hunderttausende soziale und wirtschaftliche Opfer ihrer Regierungspolitik wissen nicht mehr weiter. Und was macht das Team Kurz? Es kümmert sich um sich selbst. Das, sehr geehrte Damen und Herren, ist die Demütigung unserer Bevölkerung, die nicht mehr tragbar ist. Eine Demütigung für alle Arbeitslosen, für alle Menschen in Kurzarbeit und für alle sozialen und wirtschaftlichen Opfer dieser Krise. Vor den Kulissen machen Sie Pressekonferenzen, hinter den Kulissen kümmern Sie sich um sich selbst. Und sehr geehrte Damen und Herren, viel wird nicht übrig bleiben von der Arbeitsministerin, außer das Foto mit dem Baby zum Beispiel. Das ist halt das Problem, wenn Politiker nicht arbeiten. Ähnliches gibt es ja auch bei den Grünen. Da wird von der Klubobfrau auch nur ein Foto in Erinnerung bleiben, oder das Stinkefingerfoto oder das Babyfoto. Aber dem Land werden Sie mit dieser Showpolitik nicht helfen. Und sehr geehrte Damen und Herren, wer trägt die Verantwortung für diesen Schlendrian im Team Kurz? Und ich muss Ihnen sagen, nein, es ist nicht Herbert Kickl, es ist Sebastian Kurz. Und wie schaut das Rezept aus, damit Sie aus diesem Schlendrian und dieser Showpolitik wieder herauskommen und dass dieses Land aus dieser Geiselhaft wieder herauskommt? Das Rezept ist ganz einfach, die Frau Aschbacher hat es vorgemacht, sie ist zurückgetreten. Viele von Ihnen, allen voran Kanzler Kurz, sollten es hier gleich machen und ihr folgen.